Lieber Dr. Stefan Brink, herzlich willkommen wieder bei DataGuard, DataGuard Masterclass mit Dr. Brink. Dieses Mal ein wieder mal hochaktuelles Thema, Beschäftigtendatenschutz, sowohl aus Rechtsprechungssicht, aber insbesondere auch aus der Gesetzgebungsperspektive mit einem Beschäftigtendatenschutz, Datenschutzgesetz, das schon sehr viele Anläufe genommen hat. Mal schauen, ob es diesmal die Hürden überspringt. Ein Referentenentwurf ist in der Mache, er soll kommen, noch dieses Jahr oder vielleicht erst Anfang nächstes Jahr. Das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Damit sind wir aber natürlich noch relativ am Anfang des Gesetzgebungsverfahrens. Wie ist denn deine Einschätzung, nachdem wir schon viele Anläufe genommen haben? Wie stehen denn die Chancen, dass dieser Anlauf nach mehreren Versuchen endlich von Erfolg gekrönt ist? Tja, das ist wirklich die Preisfrage, die 1000-Punkte-Frage. Ich weiß gar nicht, wie viele Anläufe wir in den letzten 10, 15 Jahren schon hatten für ein solches Gesetz. Aber es sieht ganz gut aus, nach dem, was ich höre, dass zumindest ein Referentenentwurf in der Mache ist. Sieht so aus, als hätten sich das Bundesarbeitsministerium, das ja federführend ist, mit dem Bundesinnenministerium geeinigt, sodass möglicherweise sogar noch in diesem Jahr die Ressortanhörung beginnen kann. Du sagst ganz richtig, das ist nur der erste Schritt. Das ist noch lange kein Parlamentsgesetz. Aber immerhin, es tut sich was tatsächlich. Und ich bin mal sehr gespannt, wie der Entwurf aussieht. Normalerweise werden solche Referentenentwürfe ja früher oder später geleakt. Und dann können wir es uns ein bisschen näher anschauen. Spannend wird es dann endgültig, wenn es ins Parlament kommt. Die Koalition ist im Moment so aufgestellt, wie sie aufgestellt ist. Hat eine Menge Probleme, ob sie sich dieses schwierige Thema Beschäftigtendatenschutz wirklich auflädt, wo absehbar ist, dass es auch innerhalb der Koalition doch erhebliche Differenzen gibt. Das werden wir sehen. Aber Schritt für Schritt jetzt erstmal der Referentenentwurf und da sieht es offensichtlich ganz gut aus. Der EuGH hat im März eine Vorschrift im hessischen Datenschutzgesetz, die fast inhaltsgleich mit unserem § 26 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz ist, als sehr kritisch und nicht vereinbar mit Europarecht eingestuft. Was ist denn dem EuGH da so übel aufgestoßen und was muss denn der Gesetzgeber nun unternehmen, um das wieder glatt zu bügeln? Tja, da muss er einiges tun. Der Europäische Gerichtshof schaut das, macht das, was er immer macht. Er schaut in die Datenschutzgrundverordnung, findet den Artikel 88 DSGVO und stellt fest, da stehen ja Anforderungen drin. Artikel 88 Absatz 1 steht drin. Ihr könnt den Bereich Beschäftigtendatenschutz national regeln, aber ihr müsst es spezifischer tun. Das heißt, ihr müsst es genauer tun, konkreter tun und besondere Verarbeitungssituationen regulieren. Und da war der 26.1.1 jedenfalls in seiner etwas schlichten Einfalt mit Sicherheit dem Europäischen Gerichtshof nicht genug. Genauso wie das hessische Datenschutzgesetz letztlich nichts geregelt hat, außer dem Erforderlichkeitsprinzip. Und dafür brauchen wir die nationale Regelung nicht, um so eine Norm aus der Datenschutzgrundverordnung zu wiederholen. Das war eine Kritik. Ihr müsst es konkreter machen, spezifischer. Und die zweite Kritik ergibt sich aus Artikel 88 Absatz 2. Danach müssen nämlich immer dann, wenn national Beschäftigtendatenschutz geregelt wird, besondere Schutzvorschriften vorgesehen werden. Und auch da ist der Europäische Gerichtshof nicht fündig geworden. Allerdings muss man die ganze Situation auch einordnen. Tatsächlich ist dieser Zweifel an dem 26.1.1 jetzt nicht so gravierend. Nämlich, wenn er wegfiele, wäre es kein großer Verlust. Dann würden wir normalerweise auf die Datenschutzgrundverordnung zurückfallen. Artikel 6.1b zum Beispiel könnte uns eine Lösung geben. Vielleicht auch 6.1f in der einen oder anderen Konstellation. Und darüber hinaus hat der 26 BDSG ja mehr zu bieten als den etwas nichtssagenden Satz 1. Satz 2 zum Beispiel stehen doch interessante Dinge drin. Und auch die folgenden Absätze des 26 haben durchaus Substanz. Und ich glaube schon, dass die vor dem scharfen Blick des Europäischen Gerichtshofs bestehen würden. Das BAG, das Bundesarbeitsgericht, hat im Sommer in Fortführung seiner ständigen Rechtsprechung ein Urteil gefällt und ist sich dem Grundsatz treu geblieben, Datenschutz ist kein Täterschutz. Das heißt, datenschutzwidrig erlangte Informationen dürfen arbeitsgerichtlich verwertet und verwendet werden, um nachgewiesenes Fehlverhalten zu sanktionieren. Der Gesetzgeber will nun im Rahmen seines Positionspapiers, seines Eckpunktepapiers, auch diesen Bereich im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens prüfen, ob
Beschäftigte durch prozessuale Verwertungsverbote vor unzulässiger Datenverarbeitung geschützt werden sollen. Wie siehst du denn das? Und müsste das BAG hier nicht endlich mal auch dem EuGH diese Frage vorlegen? Allerdings, das, was das Bundesarbeitsgericht jetzt schon seit einigen Jahren mit dem Datenschutz macht, ist, ja, freundlich gesagt, eine Wundertüte. Ab und zu liefert der zweite Senat, der ja insbesondere für Datenschutzfragen zuständig ist, sehr, sehr gute Entscheidungen. Ich erinnere an die Spind-Entscheidung zu Beweisverwertungsverboten. Dann aber wieder die jüngste Entscheidung, du hast sie angesprochen, wo ich als Datenschützer nur sagen kann, das ist nicht besonders klug, was das Bundesarbeitsgericht da macht. Das ist so ein grober Keil, der angesetzt wird mit dieser Floskel, Datenschutz ist kein Täterschutz oder Datenschutz ist kein Tatenschutz. Was sollen wir denn damit anfangen? Wir haben klare rechtliche Regeln. Die sollte bitteschön das Bundesarbeitsgericht sich anschauen, auslegen und anwenden und nicht so mit dem ganz dicken Daumen über die Themen drüber rutschen. Deswegen die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts ist schwach aus meiner Sicht. Und was es wirklich problematisch macht, das BAG hat nicht das letzte Wort in diesen Fragen der Auslegung des Datenschutzrechts, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung. Das Bundesarbeitsgericht muss als letztinstanzliches nationales Gericht solche Fragestellungen dem Europäischen Gerichtshof zwingend vorlegen. Und wenn Sie das nicht tun, dann wissen Sie, warum Sie das nicht tun. Sie wollen nämlich lieber selbst entscheiden, anstatt sich vom Europäischen Gerichtshof die bekanntermaßen datenschutzfreundlichen Positionen servieren zu lassen. Und das ist ganz schlecht. Um es mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts zu sagen, der Europäische Gerichtshof ist gesetzlicher Richter, auch aus nationaler Sicht. Und wenn das BAG nicht vorlegt, verletzt es die Beteiligten in ihren Grundrechten. Also dringender Appell ans Bundesarbeitsgericht, fragt bitte den Europäischen Gerichtshof. Dankeschön, das sehe ich relativ ähnlich, auch als ehemaliger Arbeitsrechtler. Der erste Teil der Frage ist aber noch nicht beantwortet worden. Der Gesetzgeber hat das in seinem Eckpunktepapier ja auch verortet, das zumindest zu prüfen. Was könnte der tun, um dem Herr zu werden? Beziehungsweise vielleicht hast du ja auch irgendwelche Insight-Informationen, was da vielleicht auch schon im Hintergrund in der Mache ist. Der Gesetzgeber kann einiges tun in dem Punkt. Er kann insbesondere eine andere Position einnehmen als das Bundesarbeitsgericht. Und nach dem, was man hört, ist insbesondere das Bundesarbeitsministerium auch durchaus offen für die Vorstellung, dass man in ein solches Gesetz auch Beweisverwertungsverbote aufnehmen könnte. Zum Beispiel, wenn entsprechendes in einer Betriebsvereinbarung niedergelegt ist. Das, was das Bundesarbeitsgericht da sehr schroff, wie ich finde, und sehr endgültig sagen wollte, in dem Sinne, dass man solche Beweisverwertungsverbote oder Sachvortragsverbote nicht ohne weiteres vereinbaren könnte und das Gericht sozusagen in seiner Tätigkeit so nicht einschränken könnte, das ist so nicht richtig. Schauen wir mal aufs allgemeine Prozessrecht. Es gibt dort Sonderarten der Prozesse, zum Beispiel Urkundenprozesse, wo auch die Parteien im Rahmen ihrer Privatautonomie vereinbaren können, was als Beweismittel zugelassen wird und was nicht. Und warum das jetzt im arbeitsrechtlichen Bereich anders sein sollte, das müsste mir das BAG mal erklären. Jedenfalls halte ich es für ganz eindeutig, der Gesetzgeber kann das festlegen. Und ich finde es vernünftig, wenn er eine andere Position einnehmen würde als das Bundesarbeitsgericht. Kommen wir zu einem anderen Dauerbrenner im Beschäftigtendatenschutz, nämlich Einwilligung. Ihr Aufsichtsbehörden habt ja früher die Ansicht vertreten, eine Einwilligung im Beschäftigungsverhältnis ist überhaupt nicht möglich wegen mangelnder Freiwilligkeit aufgrund des Ober-Unterordnungsverhältnisses, was man im Arbeitsleben qua Arbeitsvertrag hat. Vor dieser Position seid ihr dann vor ein paar Jahren abgerückt. Der Gesetzgeber hat in seinem Positionspapier, in seinem Eckpunktepapier dieses Thema auch aufgegriffen und will bei dem Thema Einwilligung im Beschäftigtenkontext eine beispielhafte Auflistung einführen, wo dann konkret geregelt ist, für welche Bereiche eine Einwilligung im Beschäftigtenverhältnis möglich ist. Wie ist es aber denn jetzt in der Zwischenzeit? Was können die Praxis, was können Unternehmen tun, um diese Quadratur des Kreises hinzubekommen? Und ich spreche nicht von den allseits bekannten und auch von den Aufsichtsbehörden akzeptierten Beispielen, Fotos im Intranet oder Bewerberpool. Ja, Frank, du hast es vollkommen richtig angesprochen. Die Aufsichtsbehörden haben da einen gewissen Weg hinter sich gebracht. Die ursprüngliche Position war sehr eindeutig und apodiktisch zu sagen,
Einwilligung hat im Beschäftigungsverhältnis nichts verloren. Auf der Basis sollten keine Daten verarbeitet werden. Das konnten die Aufsichtsbehörden nicht weiterführen, weil wir den 26 Absatz 2 BDSG haben, wo der Gesetzgeber es nun mal anders gesehen hat. Und der Gesetzgeber hat, wie ich finde, auch eine ganz gute Marschlinie vorgegeben, indem er nämlich schlicht und ergreifend auf die Interessenlage schaut. Ist das tatsächlich jetzt eine Datenverarbeitung, die allein im Interesse des Arbeitgebers ist, dann wird es eng mit der Wirksamkeit der Einwilligung. Oder hat der Betroffene selbst, haben die Beschäftigten auch Vorteile von dieser Datenverarbeitung? Und da gibt es schöne Beispiele, wie das funktionieren kann. Zum Beispiel eine betriebliche Zusatzrente, die der Arbeitgeber anbietet und für die er natürlich Daten des einzelnen Beschäftigten braucht. Er muss ja ausrechnen können, wie hoch wird diese Zusatzrente sein. Und das sind wiederum Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten. Wenn der Beschäftigte sagt, ich will diese Zusatzrente, gerne, und dafür gebe ich dir meine Daten, ist alles okay. Und der Beschäftigte hat offensichtlich auch selbst einen Vorteil. Also alles sieht nach einer ordentlich wirksamen Datenverarbeitung aus, wenn der Beschäftigte sagt, naja, eigentlich sind mir meine persönlichen Daten wichtiger, als irgendeine Zusatzrente zu bekommen, dann hätte er die Möglichkeit, das Ganze abzulehnen. Auch dieses Beispiel zeigt allerdings, dass es mit der Freiwilligkeit im Beschäftigungsverhältnis wirklich eine schwierige Sache ist. Wenn die betriebliche Zusatzrente nur hoch genug ist, dann wird diese Einwilligungsfähigkeit wirklich unter Druck kommen und in Frage gestellt. Also man muss immer in jedem Einzelfall schauen, aber es gibt durchaus Konstellationen, wo eine Einwilligung eine gute, manchmal sogar auch die einzige Grundlage für eine Datenverarbeitung des Arbeitgebers sein kann. Betriebsrentenrecht, eine sehr spezielle, aber in der Praxis dennoch sehr wichtige Materie. Kommen wir vielleicht zu einer Folgefrage. In der aktuellen Version der Orientierungshilfe Beschäftigtendatenschutz deiner ehemaligen Behörde, und diesen Ratgeber hast du in der 4. Auflage auch maßgeblich mitgestaltet, da findet sich die folgende Empfehlung, und hier muss ich mal ablesen: Das Argument der Zwangslage und Unfreiwilligkeit kann der Arbeitgeber minimieren, indem er die Einwilligung an die Gewährung rechtlicher Vorteile knüpft, auf die der Betroffene sonst keinen Anspruch hätte. Du hast also seinerzeit schon das heiß diskutierte Prinzip Pay or Okay früher schon im Beschäftigtenkontext vorweggenommen und dem Gesetzgeber damit auch Interpretationsgrundlage geliefert. Kannst du denn konkrete Beispiele aus der Praxis nennen, wie bzw. wo das funktioniert, außer das Betriebsrentenrecht, wo du ja gerade schon dazu Stellung genommen hast? Ja, die Beispiele sind da nicht besonders breit gesät, muss man sagen. Ein Beispiel hast du vorhin selbst schon erwähnt. Das ist die Situation, dass ein Beschäftigter an einem Firmenvideo, zum Beispiel einem Werbevideo, mitwirkt und der Arbeitgeber verhindern möchte, dass der Beschäftigte, wenn ihm eine Laus über die Leber läuft oder er den Arbeitgeber verlässt, einfach die Einwilligung widerruft und damit das ganze schöne Firmenvideo zerschnipselt. Er jedenfalls dann entfernt werden müsste. Wie macht das der kluge Arbeitgeber? Er erklärt seinen Beschäftigten zum Model, gibt ihm einen Modelvertrag, drückt ihm 100 Euro in die Hand und hat damit eine vertragliche Grundlage. Das ist ein zwar nicht besonders freundliches, aber ein typisches Beispiel für Pay or Okay. Das kann funktionieren, dass man also von einer Einwilligung in Richtung Vertrag geht und dann etwas leistet aus Arbeitgebersicht. Ansonsten muss ich aber zugeben, dass so viele Beispiele mir jedenfalls dazu nicht bekannt sind. Ich bin gespannt. Vielleicht lässt sich ja der Gesetzgeber genau auf diese Konstellation ein. Und ich bin ganz sicher, dass die Arbeitgeber da erfinderisch sein werden in den Angeboten. Nämlich alles, was wegführt von dieser sehr vulnerablen Rechtsgrundlage Einwilligung, kann eigentlich nur im Sinne der Arbeitgeber sein. Und eine Stabilität der Datenverarbeitung dadurch zu erkaufen, dass man eine überschaubare Summe an den Beschäftigten gibt, ist, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Das Eckpunktepapier sieht auch einen Punkt vor, in dem die Mitbestimmung um die besonderen Aspekte des Schutzes der Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten weiterentwickelt werden soll. Und diese Aufgabe sieht das BMAS bei dem Betriebsrat bzw. beim Personalrat. Mal unabhängig davon, dass die Prämisse schon falsch ist, Datenschutz sei Ausfluss des Persönlichkeitsrechts, besteht hier aber noch ein anderer, für die Praxis viel größerer Konflikt. Der nationale Gesetzgeber kann ja keine Aufgabe dem BR zuweisen, die nach Datenschutzgrundverordnung dem DSB zukommt. Insoweit sperrt doch die DSGVO
jedwede nationale Regelung in dieser Richtung, oder sehe ich das falsch? Das ist jetzt ein ganz, ganz heißes Eisen, was wir anfassen, weil von Arbeitgeberseite schon sehr, sehr deutlich geäußert wurde, dass das für sie ein absoluter Tabubruch wäre, das Thema Datenschutz zu einem Mitbestimmungsthema zu machen. De facto mächtige Betriebsräte schaffen das schon, beim Datenschutz mitzureden, aber gesetzlich vorgesehen ist das nicht. Jetzt also die Frage, geht das, kann man dem Betriebsrat solche Aufgaben zuordnen? Ich wäre da nicht ganz so streng, wie du das siehst. Ich würde sagen, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass neben dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten, der natürlich ganz klare, auch höherrangige gesetzliche Zuweisungen dieser Thematik hat, dass daneben noch andere Akteure aufs Feld treten und sich ebenfalls darum bemühen, die Datenschutzlage, das Datenschutzniveau vor Ort möglichst gut zu gestalten. Ich würde da keine Ausschließlichkeit sehen. Wenn man diese Aufgabe alleine dem Betriebsrat zuweisen würde, das wäre europarechtswidrig, da stimme ich dir zu. Aber dem Betriebsrat eine zusätzliche Funktion zu geben, sich auch und besonders um den Schutz der informationellen Selbstbestimmung der Beschäftigten zu kümmern, da würde ich sagen, das muss noch keine Beeinträchtigung der durch die Datenschutzgrundverordnung vorgesehenen Aufgabenzuweisung sein. Als ein Unternehmen, das natürlich externe Datenschutzbeauftragte stellt, heißt das für mich, Konflikt ist vorprogrammiert. Wenn eine solche Regelung getroffen wird, dann müsste man wahrscheinlich irgendwo aufnehmen, wie es ja im Betriebsverfassungsgesetz sowieso schon steht, dass die Betriebsparteien vertrauensvoll zusammenarbeiten müssen. Das heißt, auch der Betriebsrat müsste dann mit dem DSB eine Einigung erzielen. Was in der Praxis nämlich nicht passieren darf, ist, dass Betriebsrat A sagt und DSB B. Und der Verantwortliche, der Arbeitgeber, dann vor dem Konflikt steht, welcher Ansicht folge ich und was für rechtliche Konsequenzen hat es, wenn ich die andere Ansicht nicht beachte. Das sehe ich tatsächlich deutlich entspannter. Ich glaube, die Rolle des internen oder externen Datenschutzbeauftragten ist durch die Datenschutzgrundverordnung sehr, sehr stark. Er wird möglicherweise seine Rolle anders wahrnehmen müssen, wenn der Betriebsrat auch sich um Datenschutzfragen kümmert. Er wird nämlich prüfen müssen, ist das, was der Betriebsrat mit dem Arbeitgeber vereinbart, oberhalb des Niveaus, das die Datenschutzgrundverordnung fordert. Und dann wird sich der Datenschutzbeauftragte zurückziehen und sagen, na gut, wenn ihr das so regelt, lieber Arbeitgeber, sage ich nichts dazu. Ich kläre dich vielleicht noch auf, dass du das nicht musst, datenschutzrechtlich, aber wenn du dich mit dem Betriebsrat darauf einigst, sei es drum. Im umgekehrten Fall, dass sich Betriebsrat und Arbeitgeber auf eine Lösung einigen, die unterhalb des Datenschutzniveaus der Datenschutzgrundverordnung ist, da ist die Rolle des Datenschutzbeauftragten gefragt. Dann muss er den Finger heben und sagen, Freunde, ihr könnt das zwar versuchen zu vereinbaren, es ist aber nicht wirksam. Die Datenschutzgrundverordnung hat ein höheres Niveau. Wir haben es dann also tatsächlich in dieser Konstellation, dass der Betriebsrat mitreden möchte beim Datenschutz, mit einer neuen Definition der Aufgabe des Datenschutzbeauftragten zu tun. Er muss darauf achten, dass die Datenschutzgrundverordnung als Mindestniveau eingehalten wird. Und jetzt mal eine komplett andere Frage. Spielen wir Wünsch dir was? Wenn du jetzt konkret damit beauftragt werden würdest, ein Eckpunktepapier zu erstellen zum neuen Beschäftigten-Datenschutzgesetz, was wäre darin enthalten? Und vielleicht sogar noch spannender die Frage, was nicht? Mit Wünsch dir was kann ich sehr gut umgehen. Also natürlich gibt es ein paar Punkte, die aus meiner Sicht unbedingt rein müssten in so ein Beschäftigten-Datenschutzgesetz. Ich glaube zum Beispiel, dass das Thema Screening am Arbeitsplatz ganz dringend reguliert werden müsste. Da passiert in der Praxis sehr viel, was falsch ist, wo auch zu stark in die Beschäftigtenrechte eingegriffen wird und der Arbeitgeber nicht wirklich eine Rechtsgrundlage hat. Ich würde darüber hinaus die Transparenzanforderungen der Datenschutzgrundverordnung in den Vordergrund stellen und alle heimlichen Überwachungsmaßnahmen des Arbeitgebers, auch wenn sie im Moment vom Bundesarbeitsgericht noch für zulässig erachtet werden, verbieten. Ich glaube, die Datenschutzgrundverordnung lässt solche intransparenten Überwachungsformen überhaupt nicht zu. Und schließlich, ich würde insbesondere im Bewerbungskontext klarer regeln, was der Arbeitgeber an Informationen über den Bewerber einsammeln darf. Stichwort Nutzung von Social Media. Wie stark darf er den Bewerber hinterher ermitteln? Wie darf er in dessen Facebook- oder Instagram-Account reinschauen? Darf er gucken, was der Bewerber so auf TikTok gemacht hat? Oder darf er das nicht? Ich glaube, da brauchen wir dringend klare gesetzliche Vorgaben. Umgekehrt gibt es das ein oder andere, was ich nicht so gerne
in dem Beschäftigtendatenschutzgesetz sehen würde. Das sind alles, ich weiß, da blutet dir das Herz, alles, was eher arbeitsrechtlicher Natur ist. Also Regelungen zu Solo-Selbstständigen würde ich wirklich nicht in den Beschäftigtendatenschutz hineinbringen wollen. Das macht den parlamentarischen Verhandlungsprozess viel zu kompliziert. Also raus damit. Auch wenn die Themen natürlich wichtig sind, aber bitte nicht bei diesem Gesetzgebungsvorhaben. Und ich würde ganz dringend dafür appellieren, dass der Gesetzgeber sich noch mal überlegt, ob er die Rolle des Betriebsrats als verantwortlicher Datenverarbeiter sich nicht noch mal überlegen will. Er hat im Betriebsverfassungsgesetz Normen geschaffen, die nicht gut funktionieren. In der Praxis, er hat den Betriebsrat zum unverantwortlichen Datenverarbeiter erklärt. Und ich glaube, jetzt wäre es an der Zeit, das noch mal anzupacken und zu sagen, das war keine gute Idee. Ich glaube, wir überlegen uns das noch mal neu. Wir haben jetzt über EuGH-Rechtsprechung gesprochen, über das kommende Beschäftigtendatenschutzgesetz, da insbesondere auch das Thema Einwilligung, Mitbestimmung des Betriebsrats und deine persönliche Meinung, was so ein Gesetz enthalten sollte. Ich glaube, da sind wir schon sehr viel schlauer geworden. Vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal Masterclass DataGuard mit Dr. Stefan Brink.